So Leute, willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Ich würde sagen, das ist einer der heftigsten Unboxing-Videos, die ich jemals gemacht habe. Also vom Preis her. Also nee, vom Preis her glaube ich nicht, aber für eine Sache vom Preis her auf jeden Fall. Ihr wisst schon bestimmt, was ich hier in der Hand habe. Ich weiß, der Preis ist auf jeden Fall sehr crazy und für eine Pfeife nur realistisch. Die habe ich mir jetzt für 1650 Euro geholt. Ist auf jeden Fall ein stolzer Preis in der Pfeife, Leute. Leider gönnen da viele Leute nicht. Da kommt der innere Neid, wie Farid Bang sagen würde, aus ihnen heraus. Viele sagen, ich hätte sie nachgekauft und so weiter. Aber wenn sich Leute bei Porsche auskennen würden, also ich habe sie ja nicht im Internet wie andere bestellt. Also weil viele gesagt haben, ja, andere haben sie im Internet in 5 Tagen bekommen, Leute. Aber wenn man sich bei Porsche auskennen würde, da dauert das halt momentan länger, wenn man das im Porsche-Zentrum kauft. Weil halt momentan ja Corona halt ist und die dann nur 2-mal in der Woche bei dem Porsche-Design-Zentrum sind. Weil Leute, wenn ihr euch damit auskennen würdet, weil das ja so eine Extra-Marke sozusagen von Porsche, also Porsche Design, weil die bestellt man ja nicht bei Porsche. Also echt schade, dass da manche Leute sagen, nachgekauft oder so. Ich wollte die einfach nur für mich selber haben und ich habe die schon seit Dezember bestellt, also Mitte Dezember. Aber egal Leute, ihr wisst, mich interessiert das alles nicht, wenn Leute haten und so. Fangen wir jetzt erstmal an mit dem nice Unboxing-Video. Als allererstes hätten wir hier den Deckel, hier steht erstmal nochmal Porsche Design drauf, alles sehr edel gehalten. Dann hätten wir hier sozusagen eine Anleitung, würde ich sagen, steht hier auch nochmal Porsche Design drauf, sehr, sehr krass. Als allererstes hätten wir hier ein, wie nennt man das nochmal, echt als Zertifikat von Porsche, Deutsch 1 Plus natürlich, ihr wisst, kein Fake-Shit. Ist sehr nice gemacht nochmal so, also klar, ist jetzt so was Unnötiges, aber so eine kleine Karte ist nochmal ganz lustig dazu. Wir kommen jetzt zum nächsten Teil, das wäre ein Tauchrohr mit eingebautem Diffuser. Ist auch sehr edel alles gehalten. Hier hätten wir hier die Mitte von der Shisha, sehr cool gemacht. Hier steht auch nochmal Porsche drauf, also das P. Die Pfeife hat auf jeden Fall nur einen Anschluss. Ist jetzt nicht schlimm, weil wir haben ja auch eine andere Pfeife, wo 4 Anschlüsse sind, deswegen haben wir ja extra so eine gekauft. Finde ich sehr cool und das alles sehr edel gemacht wird, also wirklich hier so, alles ist sehr, sehr krass designt, hier auch dieses P, finde ich auch sehr edel gehalten. Als nächstes hätten wir hier den Schlauch, Leute, das würde ich sagen, einer der edelsten Sachen, finde ich. Das wäre hier so ein Lederschlauch, wo hier auch nochmal alles sehr edel gehalten ist, Leute. Also hier mit Leder dran. Das ist auf jeden Fall ein anderer Schlauch als die ganz normalen Schläuche. Ich habe nochmal Porsche Design drauf. Auch sehr krass gemacht. Schreibt gerne mal rein, wie ihr den Schlauch findet, Leute. Also viele haben mir auch geschrieben, oha, ist das ein Lederschlauch und so weiter. Also meine Story. Als nächstes hätten wir hier die Bowl. Die finde ich übel krass gemacht. Also Leute, gebt euch immer einfach diese Bowl. Also die sind übel nice, ist meiner Meinung nach. Klar, ich feiere meistens nur die anderen Bowls, die so ein bisschen runter gemacht sind. Aber die finde ich übel nice, die hat so einen eigenen Vibe auch und die Farbe gefällt mir auch. Als nächstes hätten wir hier den Kopf von der Pfeife, auch sehr krass gemacht. Für die Leute, die die Casey Rebel Pfeife kennen, das war genauso gemacht, also hier so dieser Kopf, den man einfach so drauf tut und da passt auf jeden Fall sehr viel Tabak drauf. Ist auch auf jeden Fall übel nice. Hier sieht man auch nochmal Porsche Design. Und dann hier nochmal Made in Germany. Das sind andere Dimensionen von einer Shisha. So Leute, jetzt kommen wir zum Highlight. Also was heißt Highlight, aber was ich sehr krass finde, was ich noch nie bei einer Shisha gesehen habe. Das ist so schwer, ne? Ich finde es halt übel krass designt, dass mal was ganz Neues so. Wisst ihr, ich meine Leute, das ist so übel krass groß. Sieht gerade irgendwie mega falsch aus, Leute, was ich gerade gemacht habe. Das ist mal was ganz anderes. Schreibt gerne mal eure Meinung zu dieser Pfeife in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Weil viele haben gesagt, ja, es ist unnötig, so viel Geld für so eine Pfeife auszugeben. Klar, Leute, das steht auch null in Relation. Aber man kann sich auch mal was gönnen, will ich sagen. Wir werden jetzt gleich einen nice Kopf bauen, Leute. Schreibt gerne nochmal rein, welchen Tabak ihr am liebsten raucht und was eure Lieblingspfeife ist. Also das würde mich auch sehr interessieren, was ihr so für Pfeifen habt. Weil die Resonanz auf mein letztes Pfeife-Video kam mir auch gut an. Da haben ja auch sehr viele Shisha-Experten was drunter kommentiert. So, Leute, wir haben die Pfeife jetzt zusammengebaut und haben einen nice Kopf. Schreibt gerne mal rein, wie ihr sie findet, so komplett, also wie die halt nochmal nice aussieht. Wir sind, glaube ich, einer der einzigen auf YouTube in Deutschland, die sie in der schwarzen Edition haben, Leute. Wir brauchen auf jeden Fall Lime von Must Have. Ist auf jeden Fall übel nice, also 30% Lime. Und hier brauchen wir noch Leo Berry von Aquamenta. Ist auf jeden Fall auch sehr nice, also wir haben das zusammen gemischt, weil sonst wäre es zu stark. Nicht wundern, dass nicht so viel bei der Pfeife rauskommt. Wir müssen uns erstmal auch daran gewöhnen, irgendwie. Ich ziehe jetzt mal dran, weil wir haben jetzt schon 3 Kohlen drauf.
Da kommt auf jeden Fall nicht so krass viel raus, Alter, am Anfang so. Wir müssen uns erst an dein Gewöhnen, mit der Porsche-Pfeife zu rauchen. Das ist was ganz anderes als mit der MIG. Aber Leute, nur wenn ihr 18 seid, dann auch Shisha, weil sonst ist es nicht gut. Wir zeigen euch jetzt unsere Lieblingstabaks noch. Was ich auch noch sagen wollte, dass dieser Schlauch, ehrlich, wenn man den so übel lang in der Hand hält, übel nice ist. Also, der ist mega bequem. Also, so kennt ihr das Leute manchmal, denkt ihr euch so, uff. Einfach so übel nice, weil das fühlt sich übel nice das Leder an. Kommen jetzt zu meinen 5 Lieblings-Shisha-Tabaks, also das sind jetzt 6, weil ich konnte mich einfach nicht entscheiden, weil alle sehr gut schmecken. Weil sich sehr viel gefragt haben, yo, was brauchst du so am liebsten oder was kannst du so empfehlen? Das 5 wäre von Oklum Yo-Yo Berry. Das soll nach Energy Drink schmecken, also die Leute, die gerne Energy trinken, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Also er schmeckt nach Johannisbeere und hat so einen kleinen Holunder-Nachgeschmack sozusagen. Für die Leute, die es interessiert. Ist auf jeden Fall sehr nice. Jetzt hätten wir mal einen neuen Tabak, also einen schwarzen Tabak, den man, glaube ich, nicht so oft raucht. Ist von Must Have Lime. Der ist auch sehr nice. Den auch und am besten mit anderen, also den mischt man. Den haben wir jetzt mit Aquamental Leo Berry zusammen gemischt. Ist auf jeden Fall eine gute Kombination. Und ich kann das mal aufmachen, dann seht ihr das. Guck Leute, so sieht schwarzer Tabak aus für die Leute, die es nicht so gut kennen. Ist auf jeden Fall sehr stark. Also wenn man zum Beispiel jetzt im Gegensatz zu Vanille Pistazie oder so, das ist auf jeden Fall viel stärker. Kommen wir jetzt zu Platz 3, das wäre Exotic von Aquamenta. Das soll so einen Fanta-Geschmack wiedergeben und das schmeckt wirklich eins zu eins wie Fanta Exotic. Ist übel nice gemacht. Also ich finde Aquamenta macht wirklich eigentlich die besten Shisha-Tabaks meiner Meinung nach. Also wenn man so allgemein das nehmen würde, würde ich schon sagen, Aquamenta macht die besten Shisha-Tabaks. Als nächstes hätten wir hier Vanille Pistazie von Genie. Also Leute, ich habe eine Frage. Habt ihr noch anderen Vanille Pistazie Tabak zum Empfehlen von Genie? Weil viele sagen auch immer, die mischen das und so weiter. Aber ich wüsste jetzt nicht, welchen ich jetzt kaufen würde davon, weil ich will jetzt auch nichts falsch kaufen. Aber es ist auf jeden Fall ein nicer Tabak, Leute. Kann ich nur empfehlen, also wer was Cremigeres haben möchte. Das ist der beste Tabak meiner Meinung nach. Ich würde sagen, das ist schon mein Lieblingstabak so, weil ich so am liebsten rauche, all time einfach, also vor allem auch in der Shisha-Bar und so weiter. Kommen wir jetzt auch sozusagen zum ersten, zweiten Platz. Das wäre White Mango von Aquamenta. Ist auch sehr fruchtig gehalten. Schmeckt auf jeden Fall nach Mango und der ist übel nice der Tabak. Das waren meine 5, also 6 Lieblings-Shisha-Tabaks, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Also an die Leute, die gerne Shisha rauchen, weil ihr ja gefragt habt, was ich so am liebsten rauchen, was ich so empfehlen kann. Schreibt gerne mal rein, wie ihr die ganzen Sorten findet und generell die Pfeife hier und meine andere Pfeife aus dem letzten Video. Natürlich kommt auch wieder Fashion-Content, wie zum Beispiel, jetzt kommt ein Peso-Unboxing noch und jetzt kommt noch ein Lowlights-Unboxing-Video und ich werde mir jetzt demnächst auch wieder neue Klamotten bestellen, also seid gespannt, also für die Leute, die wegen Fashion mich abonniert haben, keine Sorge, hier wird weiter in Fashion kommen. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Lasst dem Video ein Like da, gerne einen Kommentar und natürlich ein Abo, Leute. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Das war's mit dem Video. Peace.